Ja, ich weiß, dass du Matthias willst. Alle wollen Matthias. Total erstaunliches Projekt, ja, klar. Preisverdächtig mindestens. Biber war hier, Filmfest und so. Stimmt. Aber du mit Matthias, das wird nichts. Ja, ich weiß, dass du mir die Gage noch nicht genannt hast, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass es zu wenig sein wird. Gut, schieß los. Katharina. Ja, ist zu wenig. Matthias ist eh beschäftigt. Du, hör mal, ich glaube, ich habe den perfekten Typen für dich. Adrian Topol. Ja, google mal, das ist wirklich total upcoming, kennst du bestimmt. Topol. Adrian ist der perfekte Typ für dein Projekt. Im Grunde ist er wie Matthias. Nur eben billiger. Viel billiger. Er ist der Matthias Schweighöfer für Arme. Ja, das musst du dir so vorstellen mit diesen polnischen Zigaretten. Er ist quasi die billige polnische Zigarettenversion. Super. Keine Ahnung, wie viele Instagram-Follower der hat. Aber so 80.000 werden es schon sein. Nee, verstehe ich. Verstehe ich total. Das ist. Ja, meld dich. Jo. Tschüss. Warum sind die zwei überhaupt befreundet? Ich finde das super merkwürdig. Sie hat dein Herz schon tausendfach in kleine Stücke gerissen. Und wir sitzen immer noch hier. Was soll das denn? Ja, aber es hat sie ja heile gemacht schon. Wie oft hat sie dich betrogen? Viel. Ja, naja. Das macht nichts. Nein. Naja, also, nein, das war, guck mal, das war. Ja, das haben wir alles. Das haben wir schon alles besprochen. Ja, das ich versuche das zu verstehen. Ich verstehe es nicht, aber okay. Naja. Ja, das war. Das war ein Castingprozess. Ja, genau. Ja. Das war einfach der effizienteste Weg, in der kürzesten Zeit den bestmöglichsten Typen zu finden. Ja, hat ja auch geklappt. Ja, Till habe ich gefunden. Till ist großartig. Nein. Nein. Till ist herausragend. Auf Till. Warum nicht ich? Sag mal, wieso arbeitest du eigentlich nicht mit mir hier in der Agentur? Das ist ein vernünftiger Job. Nee. Ich bin Künstler. Ich bin Schauspieler. Ich kann das nicht. Adrian, du weißt, ich bin dein Bruder. Ich liebe dich. Ich würde dich niemals verurteilen. Danke. Aber du bist komplett wahnsinnig. Jeder Mensch ist wahnsinnig. Erfolgreiche Menschen sind wahnsinnig. Sie sind einfach nur erfolgreich. Matthias Schweighöfer nicht für Arme, sondern mit Bart. Matthias hat kein Bart. Der kriegt kein Bart.